Hallo, meine lieben Freunde. Es wird spannend mit dem keltischen Baumhoroskop. Die Grundlage des keltischen Baumhoroskopes hatte ich euch bereits am 16. Januar 2019 vorgestellt. Heute beginnen wir mit den ersten Geburtsdaten. Das Geburtsdatum verrät die Charakterzüge des Menschen und aus dem uralten keltischen Baumhoroskop ist zu erkennen, welche Eigenschaften der Mensch in der angegebenen Geburtszeitspanne hat und welcher persönliche Baumstamm ihm zugeordnet ist. Wir beginnen heute mit der Tanne. Sie steht unter dem Begriff das Geheimnisvolle. Die Tanne steht für die Geburtsdaten vom 2. bis 11. Januar und vom 5. bis 14. Juli. Menschen mit dem keltischen Sternzeichen Tanne sind einerseits gefühlsbetont und sensibel und andererseits auch robust und stark. Tannegeborene haben gute, positive Eigenschaften wie künstlerische und schöpferische Begabungen. Wenn sie sich verwirklichen, bauen sie allerdings ihre emotionalen Schutzmauern ab und dadurch sehen sie oft dort Negatives, wo es nichts Negatives zu sehen gibt. Die Tannegeborenen benötigen unbedingt ein Lebensziel, denn das gibt ihnen die Sicherheit und den Halt. Eine weitere positive Eigenschaft ist ihre Intuition sowie ihre Sensibilität, Gefühle und Gedanken anderer Menschen zu erfassen und zu verarbeiten. Oft werden sie von ihrem Umfeld als unnahbar und verletzlich eingeschätzt. Es dauert schon einige Zeit, bis ihr Charakter von voller Wärme und Güte erkannt wird. In der Liebe verlangt der Tannenmensch vom Partner Toleranz. Ist der Partner tolerant, dann kann es eine harmonische Beziehung in Liebe geben. Aber eine gute Beziehung erfordert auch Geduld und Ausdauer, sodass die Sicherheit für liebevolle Gefühle und Verständnis wachsen kann. So viel zu den Tannegeborenen und es geht demnächst weiter mit der Ulme. Bis dahin, herzlichst eure Deria.